herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute möchte ich Frikadellen, Püree, Rotkohl, halt was Leckeres, Klassisches machen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe zwar mal das Hackfleischgewürz verfilmt, was ich euch auch nachher nochmal hier hinten dran hänge am Ende des Videos, damit ihr euch das auch nochmal selber machen könnt. Und meine Rezepte sind ja auch immer in schriftlicher Form unter dem Video aufgeschrieben. Da stelle ich es euch auch nochmal rein. Und habe aber festgestellt, dass ich noch gar keine Frikadellen mit euch, für euch gemacht habe. Und deswegen will ich das heute mal in Angriff nehmen. Und ich zeige euch, welche Zutaten wir brauchen. Es ist so leicht und die sind so locker und so saftig. Ihr werdet sie lieben. Für die Frikadellen brauchen wir eine Zwiebel, etwas Petersilie. Meine ist noch im Tiefkühler. Ihr könnt auch frische nehmen, wenn ihr wollt und könnt und habt. Und dann gibt es auch noch das Hackfleischgewürz, was wir brauchen. Das findet ihr in meiner Playliste unter Gewürze und Pasten. Ich werde es euch nach dem Video hier oben mal verlinken, aber auch unter dem Video, unter das schriftliche Rezept nochmal setzen. Dann könnt ihr euch das selber machen. Das ist sowas von mega lecker. Davon brauchen wir 2 Eier, etwas mittelscharfen Löwensenf, etwas Paniermehl und natürlich 500 Gramm Hackfleisch. Mein Hackfleisch habe ich jetzt aufgetaut. Das ist Hackfleisch vom Bauern. Er schlachtet regelmäßig selber. Die Kühe stehen lange auf der Weide, also es ist geschmacklich bombastisch. Und ihr seht, selbst nach dem Auftauen hat man dann hier unten nicht die Blutsuppe drin. Also ihr seht, das ist wirklich gute Qualität. Ihr könnt das Hackfleisch nehmen, welches ihr wollt, gemischt oder nur Schweine. Ich habe jetzt wirklich nur Rinderhackfleisch. Und dann gehen wir auch schon in die Zubereitung. Als erstes geben wir unsere Zwiebel in den Mixtopf. Und dann mache ich so 2 Esslöffel Tiefkühlpetersilie rein. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch frische reinschneiden. Und das wird als erstes zerkleinert. Ich muss noch meinen Miximizer rausholen, so damit das alles schön unten bleibt. Das wird jetzt zerkleinert. Und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 5. Schaut mal, dann bleibt das nämlich alles so unten hängen, gell? Und es wird schön gleichmäßig zerkleinert. Schleudert mir nicht alles hoch bis in den Deckel. Da hinein kommt das Hackfleisch, die 500 Gramm. Dann kommt es darauf an, wie intensiv ihr das Fleisch haben wollt. Bei mir reichen 2 Esslöffel. Ich denke, damit solltet ihr auch zuerst mal anfangen. Und wenn ihr sagt, ach nee, ich kann noch ein bisschen mehr vertragen, könnt ihr noch einen halben Esslöffel dazu nehmen. Aber da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich, gell? Dann noch 2 Teelöffel. Wo habe ich meinen Teelöffel? Hier. Dann noch 2 Teelöffel Paniermehl. Mehr braucht ihr nicht, sonst werden sie zu fest. Weil als Bindemittel haben wir ja auch noch die Eier. Und die schlagen wir uns jetzt auf. Kommen dann dazu und noch 2 Teelöffel Senf. 1, 2. Das hat man nach einer Zeit lang im Gefühl. Und was wir jetzt machen, wir nehmen den Messbecher raus und wo habe ich ihn denn? Hier. Stecken unseren Originalspatel rein. Und das wollen wir jetzt verkneten.
auf der Teigstufe eine Minute lang. Dann zeige ich euch mal, wie das jetzt aussieht. So sieht das jetzt aus. Also richtig, richtig lecker und es duftet so vorzüglich. Ihr könnt auch direkt die doppelte Menge nehmen, wenn ihr das braucht. Also das klappt auch. Ich habe mir jetzt die Hände leicht angefeuchtet und dann nehme ich mir halt so eine Handvoll. Dann wird das einfach zu einer Frikadelle gemacht. Das geht so schnell. Schaut mal her. So schön sind sie geworden, gell? Da bekommt ihr 6 Stück raus, also große. Ihr könnt sie natürlich auch kleiner machen, dann bekommt ihr auch 8 raus. Könnt sie auch zu ganz kleinen Hackfleischbällchen verarbeiten, für in die Spaghetti-Soße zum Beispiel. Also die kann man wunderbar machen. Ihr könnt sie auch dann fertig ausbraten, einfrieren und dann einfach in die heiße Soße legen. 5 Minuten erwärmen. Also die sind wirklich universell, die sind klasse. Ausbraten tue ich die in Ghee, also im selbstgemachten Butterschmalz. Das Rezept werde ich euch nach diesem Video auch wieder hier oben verlinken. Ich mag das ganz einfach, weil es spritzt halt nicht. Ne? Und hat einen ganz tollen Buttergeschmack. Und da gebe ich dann meine Frikadellen rein. Und den einen in der Mitte kriegen wir auch noch irgendwie unter. So. Ich lasse die kurz richtig gut anbraten. Setz den Deckel dabei auf, dann ziehen die direkt durch und schalte dann, wenn die gut angebraten sind, wenn die richtig auf Temperatur sind, auf die mittlere Hitze runter. So, die sind jetzt gut angezogen und dann kann ich die einfach umdrehen. Das ist das Tolle, wenn man den Deckel drauf macht, dann sind die schnell durch. Und dann kann ich es runterschalten, damit sie dann so langsam von der anderen Seite auch anbraten können. Den letzten, den ich raushole, werde ich jetzt mal für euch aufschneiden, damit ihr mal sehen könnt, wie er von innen aussieht. Schaut mal her. Ja, also die sind wirklich, wirklich saftig. Und ihr seht, die fallen nicht auseinander. Ihr müsst die wirklich, wirklich nachmachen. Gott, sind die lecker. Wirklich, für mich jetzt 2 Esslöffel Hackfleischgewürz reichen aus. Macht ihr 2,5 dran, sind sie ein wenig intensiver und auch schärfer. Ja, wie gesagt, probiert sie aus und lasst mich wissen, wie sie euch geschmeckt haben. Bei mir kommt jetzt noch Püree und Rosenkohl, sage ich schon, Quatsch mit Soße, Rotkohl dazu. Und ja, dann lasse ich es mir gut gehen. Vielleicht noch auf meinem Balkon, die Sonne ist noch da. Und für euch alles Gute, viel Spaß beim Nachbereiten, eure Claudia. Ciao!